Es gibt eine traurige Nachricht für die einen oder anderen, die gerne Karl-Heinz gucken. Ja, viele haben es vielleicht mitbekommen, da war ja auch der liebe Justin dabei. Wir werden mit Justin wohl nie wieder zusammen was machen können. Der wurde leider gebannt. Und ich hab jetzt schon viele Fragen im Chat bekommen, warum wurde Justin gebannt? Wegen Fail-AP oder so weiter. Der liebe Justin wurde nicht gebannt und jetzt kommt ja diese Story, die echt irgendwie, was ich finde, so etwas sad ist. Jedenfalls, da habe ich halt so Justin gesagt, hör auf zu lügen und so weiter, ne? Das Ding war, viele denken jetzt, er wurde wegen Fail-AP gebannt. Bei uns wird keiner, ich wiederhole, keiner wegen Fail-AP direkt perma gebannt. Das wäre sein erster Eintrag gewesen. Justin hatte keine Einträge bei uns. Das Ding ist, dass Justin sein Geld, was er hatte, also er hatte Schwarzgeld eingepackt als Cop und ist damit waschen gegangen. Er ist in die Geldwäsche gegangen und ich vermute mal, dass das diese 300.000 Dollar waren, die an dem Tag Karl-Heinz abgenommen hat. Das war noch am selben Tag, war das. Und, oder einen Tag danach, entweder am selben Tag oder einen Tag danach war das. Und er hat das Geld gewaschen als Cop, das darfst du nicht. Und das Ding war, es hätte sich ja ganz normal klären können, aber er hat dann einen Supporter angelungen und hat gesagt, das ist das Fehler vom Script, er hat nicht gewaschen und hat halt übelst krass den Supporter slash Admin angelogen, weil ich weiß, wie dieses Script aufgebaut ist. Es ist unmöglich, dass dann Fehler passiert sein hätte können, dass er aus Versehen Geld wäscht. Das geht nicht. Er war bei dieser Geldwäsche und hat dort diese 300.000 oder was auch immer, was er wollte, da waschen. Und das Lügen war dann so dermaßen kacke, weil wir halt wussten, es ist unmöglich. Und dafür gab es einen Permaban, weil er uns angelogen hat. Fail-AP begangen hat, dass er Geld waschen war als Cop. Da hätte es einen kleinen Eintrag gegeben, vielleicht wäre er auch degradiert worden bei der Polizei, ich weiß es nicht. Aber alles in AP, ne? Aber dass du hingehst und dann einen Admin slash Supporter, ich war nicht dabei beim Gespräch, ich weiß nicht, ob es ein Supporter, ob es ein Admin war, den einfach ins Gesicht lügst und sagst, dass ich habe nicht gewaschen, das war ein Fehler vom Script oder so, das kann unmöglich sein. Das war das Ding, wisst ihr? Und da haben wir gesagt, Permaban, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du einmal angelogen wirst von jemandem, dann glaubst du nicht mehr. Das heißt, wenn der jetzt anfangen würde zu cheaten oder so, ist halt, weißt du, es ist halt schade. Es ist einfach schade. Und ich find's traurig, weil Karl-Heinz, war so ein kleines Teilchen von Karl-Heinz. Es war halt Karl-Heinz ein Polizist, kann man sagen. Und das vermisse ich jetzt so ein bisschen. Und ich find's schade, dass es genau in sowas scheitert. Wisst ihr, was ich meine? An so einer Kleinigkeit einfach. Hätte er einfach zugegeben, ja, ich war dumm, ich habe mein Geld da gewaschen, ich weiß, ich darf das eigentlich nicht. Kein Problem, aber dann zu sagen, das ist das Script schuld und so, und dann lügen. Und am Ende, also ich habe jetzt auch auf Insta mit ihm geschrieben, wir haben kein böses Blut und so weiter, ist alles gut. Aber er hat dann auch nochmal zugegeben, er hat halt einen Fehler gemacht und es war eine dumme Idee von ihm, da jetzt so zu reagieren und da zu lügen. Ist halt schade, ist schade drum. Aber ich fand es dann so ironisch, weil halt im RP halt Karl-Heinz ihm gesagt hat, Justin auf zu lügen wegen dem halbvollen Tank letztes Mal. Das war diese Ironie dran und das fand ich dann irgendwie so ironisch, dass er dann halt OOC da so einen Scheiß gebaut hat. Ja, aber ich wollte nur sagen, was da passiert ist, weil ich so viele Anfragen da bekommen habe, weil er hat es auf Insta gepostet, da kommen ja Leute zu mir, fragen, was ist da passiert. Und ich muss irgendwie, zu jedem Spieler, der auf RLO ein Perma hat, muss ich jemand ein Statement rausbringen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich glaube, das ist halt, weil sobald jemand gebannt wird, einträgt und das dann wäscht, wisst ihr. Da hat er sich halt selber ein Bein gestellt, ne, mit der Lüge. Das war das Ding. Aber sehr schade um ihn. Er war ein guter Spieler und ich werde ihn auf jeden Fall vermissen, das muss ich sagen. Ich werde, also als Karl-Heinz werde ich ihn vermissen. Der ist nicht voll. Der ist nicht voll. Justin, du hast mich angelogen. Der ist nicht voll. Raus aus dem Auto, Karl-Heinz. Karl-Heinz, raus aus der Karre. Der hat mich angelogen, hat gesagt, der ist voll. Karl-Heinz, komm raus aus der Karre. Er hat gesagt, der ist voll. You saw us, you know I care. But it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but oh my. On another love.